06 TV wird präsentiert von Schaltplan, Ihr Partner für Ihre Schaltanlage. Lukas Schnellbach, am Ende ist es eine 1:4 Niederlage gegen den Tabellenführer. Niederschmetternd, oder? Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wie wir halt verloren haben. Das sind einfach zu billige Gegentore, muss man ganz klar sagen. Wir kommen zurück nach einem 1-0, was eigentlich auch ganz einfach fällt. Ballverlust am 16er, dann spielen sie es aus. Der Storch hat den Ball rein, kommen zurück, aber dann sind einfach zu einfache Gegentore und wir brechen uns dann einfach auch das Knick mit dem 3-1 und dann ist sowieso vorbei. War es irgendwie so ein Spiel gegen einen typischen Tabellenführer? Eigentlich macht ihr in der Halbzeit 1, nach dem Gegentreffer gerade habt ihr die beste Phase und dann wurschteln die da wieder einen rein, obwohl es ja eigentlich für euch läuft gerade. Ja, das ist die Qualität von denen, würde ich jetzt mal sagen. Die stehen nicht umsonst oben und so spielt halt dann ein Tabellenführer, macht das Ding dann rein. Das tut dann für uns natürlich weh, weil wir hinten drinne stehen und jeden Punkt eigentlich brauchen. Kann man nur noch abhaken, oder? Auf jeden Fall. Nächste Woche geht's weiter gegen Kaiserslautern. Marco Königs Heimdebüt, kann man so sagen, wieder gefeiert, aber das hat man sich heute ganz sicher anders vorgestellt. Ja, hundertprozentig. Sehr ärgerlich. Ich glaube, die Niederlage ist sehr, sehr ärgerlich, weil ich denke, dass wir vor allem in der ersten Halbzeit ein super Spiel gemacht haben. Die Fehler, Duisburg halt unsere Fehler brutal bestraft hat. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit bekommen wir das 3-1, versuchen dann noch was zu machen, aber hinten raus einfach auch, ja, haben dann zu wild gespielt und ja, verlieren dann hier 4-1. Ne? Bis nach einer Stunde ungefähr reingekommen, hast versucht nochmal anzutreiben, aber da war dann irgendwo gegen den Tabellenführer einfach nichts mehr zu machen heute. Ja, ich habe versucht, die Jungs nochmal ein bisschen mitzuziehen. Ja, wir haben es dann nochmal versucht, aber dann kriegst du das 4-1 und ja, dann ist der Stöpsel gezogen worden und ja, müssen wir hinterher sogar noch froh sein, dass wir es nicht doch das 5-1 bekommen haben. Ne? Wie hakt man sonst Spiel ab? Ja, ganz einfach. Wir haben gegen den Tabellenführer gespielt. Wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht und wir müssen an den guten Sachen dran anknüpfen. Und da müssen wir nächste Woche in Lautern 3 Punkte holen. Sascha Hildmann, am Ende verliert man 1:4 gegen den MSV Duisburg, gerade nach der ersten Halbzeit besonders ärgerlich heute. Ja, natürlich. Ich glaube, wir sind die ersten 10 Minuten schwer reingekommen in das Spiel, haben uns aber dann gesteigert, machen einen ganz blöden Fehler zum 1:0, kommen dann zurück, hatten Großchancen, Pfostenschuss und Lukas Kueto kurz vorm Tor freistehend, machen aber dann das 1:1 und waren gut in dieser Partie drin. Dann die zweite Hälfte, die ersten 10 Minuten waren wir mit einer Eckballserie noch dran. Und dann kriegst du dieses 3:1 aus dem Nichts. Das ist ein Fehler, den darfst du einfach nicht machen. Und dann verlierst du so ein Spiel. Und am Schluss war es natürlich dann schon, hast du schon gemerkt, warum Duisburg Erster ist. Und die haben ihre spielerische Klasse. Und das war natürlich dann leider für uns nicht gut. War es dann irgendwie ein unglücklich typischer Verlauf aber gegen den Tabellenführer? Man hatte selbst eine gute Phase, aber auch vor der Pause stochert Duisburg dann ja nochmal einen rein, obwohl die zuvor gar nicht so richtig zu sehen waren. Ja, sie haben eben aus ihren wenigen Möglichkeiten 2 Tore geschossen und das zeichnet natürlich auch eine Spitzenmannschaft aus. Wir haben sie ihnen aber auch leicht gemacht, wie gesagt, mit unseren Fehlern im Aufbauspiel und es darf dir nicht passieren, wenn du hinten drin stehst. Wie muss man diesen Rückschlag jetzt verpacken? Indem du ihn sauber analysierst. Ganz nüchtern und ohne Emotionen aufarbeiten, die Mannschaft mit ins Boot nehmen, um dann die Woche weiterzuarbeiten. Es ist Kaiserslautern, das auf uns wartet, wird auch kein leichtes Spiel, mit Sicherheit nicht. Und darauf müssen wir uns wieder vorbereiten.